Wenn sich eine große Zahl von Menschen für eine bestimmte Art, Richtung und Form von Ernährung interessiert, dann sprechen wir von einem Ernährungstrend. Im Folgenden möchte ich dir einige Ernährungstrends vorstellen. Und wir starten gleich mit Streetfood. Cool an Streetfood ist, dass ich einfach alleine essen kann, dass ich in Bewegung essen kann und dass ich neben dem Essen eben noch andere Sachen machen kann. Zum Beispiel E-Mails checken, bei Insta sein, telefonieren oder einfach TikToks anschauen. Wo finde ich Streetfood? Am Verkaufsstand und im Imbiss. Du hast schon zwei tolle Streetfood-Bilder hier entdeckt, und zwar die Pizza und den Döner. Und ganz besonders gut daran ist eben, dass ich das mit einer Hand essen kann. Und so bleibe ich flexibel für alles, was ich sonst noch unternehmen möchte. Zum Beispiel nebenher auch arbeiten. Weiter geht's mit der Paleo-Ernährung. Übersetzt heißt das einfach Steinzeiternährung. Ich esse nur Lebensmittel, die den Menschen in der Altsteinzeit zur Verfügung standen. Erlaubte Lebensmittel wären hier Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, natürlich nur naturbelassen, Kräuter, Nüsse und Eier. Nicht erlaubt sind folgende Lebensmittel: Getreide, Milchprodukte, Alkohol, Fertiggerichte und ganz besonders Zucker. Vielleicht hast du ja schon was vom Ernährungstrend Superfood gehört. Diese Ernährung basiert auf Lebensmitteln, von denen ich mir bestimmte gesundheitliche Wirkungen erhoffe. Zum Beispiel, dass sie Krankheiten vorbeugen, dass sie vitaminreich sind und dass sie antioxidativ sind. Besondere Superfood sind zum Beispiel die Chiasamen, spezielle Beeren wie die Acai-Beeren, die Goi-Beeren oder die Heidelbeeren. Es gibt auch noch die Acerola-Kirschen und ganz berühmt für Superfood sind die Avocados. Aber vielleicht kümmerst du dich um deine Ernährung schon selbst und machst damit beim Ernährungstrend Do-it-yourself-Ernährung mit. Do-it-yourself bedeutet einfach, mach selber. Du bereitest deine Speisen selber zu und du baust, so wie es geht, deine Lebensmittel selber an. Wichtig ist den Menschen, die sich selbst ernähren, dass sie wissen, was in ihrem Essen steckt. Deshalb verzichten sie auch auf Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, versteckte Fette und auf Überzuckerung. Und jetzt komme ich zum letzten Trend aus der Ernährung, den ich dir vorstellen möchte, die Soft Health Ernährung. Schwerpunkt ist hier Obst, Gemüse und Getreideprodukte. Es gibt keine verbotenen Lebensmittel, allerdings wird Fleisch und Fisch eher selten verwendet. Hier möchte man ganz besonders die Angebotsvielfalt der Lebensmittel nutzen, denn dann ist die Ernährung gesund, geschmackvoll, qualitativ hochwertig und vor allem abwechslungsreich.